Bezirk in Pannenberg und rechts heißt in der Bafer Basilika. Mal sehen. Coach bei Basel, soweit ich weiß, Patricia und links Claudia. Ja, oder? Und dann fängt dieses Spiel bald an, ne? Ganz ehrlich, ich glaube, Ball Possession, Waffel geht an Zürich. Nein, verdammt schnell. Aber ich kenne ganz viele Spieler von Basel. Relativ neu. Relativ viele neue, die sich da, vor allem, als sie dieses Jahr erst dabei sind. Ich glaube, vor einer Woche haben sie ein Friendly in Freiburg, wo ich dachte, das aufgegangen ist. Vielleicht haben sie gewonnen. Ah. Wir haben gerade beide Teams gefragt, ob sie bereit sind, um hochzulegen. Zürich ist bereit. Basel ist bereit. Jetzt geht's los. Ein direkter Start. Oh, Scheiße, vom Ball, sofort gebietet. Wunderbar, fast in der Position. Ein bisschen besser, Zürich, Ball sich auf. Deutsche Control bei Zürich. Sein Squirmish. Wunderbar, der Ball wurde hier gefangen. Von den Gegnern wurde nie getroffen. Wow, uninterceptet. Leider hat sie nicht umfallen lassen. Nice. Possession wieder bei Basel. Von beiden Blattern? Nein, noch nicht. Ja, jetzt von beiden Blattern. Und Quaffel. Quaffel bei Basel. Basel mit Oh, und jetzt lange Pass hochgegangen. Ja, ja. Kann es verwerten? Die Fans hat schon wieder aufgebaut von Basel. Anschlussstation nur ein Tor hinter den Hoops. Vorsicht, die Position hinter den Hoops, die als Anschlussstation frei stehen. Dieter Spiel ist für den Fans die ganze Zeit um die Kontrolle gekämpft. Und vorher hat er so eine gebietet. Kein Tor, weil gebietet. Basel auf der Offensive. Oh, der Jan, der langsam am Aufbauen. Wir können probieren, nach dem Launcher Control zu erreichen. Oh, wunderbar, er hat ihn wieder gefangen, nachdem er in der Luft war, damit es er nicht gebietet. Zuerst macht Druck auf den Vorfall. Aber jetzt hat das erste Tor in Basel fallen. Oh, schön! Keeper von Zürich verhindert das erste Tor des Spiels. Aber Basel hat immer noch den Ball. Könnte immer noch zum Quaffel-Kontrolle wieder bei Basel, aber nur ein Blatter. Blatter-Kontrolle bei Defensive Basel-Team. Wenn wir das geht, wird gut, weil wenn du es nicht zum Angreif packst, dann haben die anderen beiden Blatter-Kontrolle immer schwer anzugreifen. Das macht so gut, irgendwie Defensive-Beater. Schade immer, dass die weit hinten stehen, machen schwierig für die Angreifen. Immerhin muss ich sagen, ich finde Basel noch ein bisschen ein Defensive-Beater, das können wir immer noch machen. Oh, schöner Pass vor und kein Tor. Oh, und ein Counter, schneller Counter von Samsung geführt. Und das kann das erste Tor werden. Nein! Und gebietet. Nice. Aber okay, scheint, als wären die Basel im Moment besser dran. Ja, aber das tut sehr gut zusammen. Die zwei haben ewig lang ja. Wobei Basel ja erst seit einem Jahr wirklich als Team existiert. Obwohl. Zürich als drei. Obwohl gerade die zwei Gute eigentlich auch letztes Jahr bei der zweiten noch bei Helden auch nicht gespielt haben. Ja, genau. Soweit ich weiß. Und als sie noch auf Zürich National sind. Aber bei Zürich auch. Ein neuer Dieter. Ich nicht ganz kenne. Claudia natürlich. Alt eingesessen Veteran. Und jetzt Basel in langsamem Aufbau mit Blatter-Kontrolle auf der Seite. Das könnte gut werden. Ja. Das erwarten Sie diesen Angriff. Jetzt wird es Zürich kritisch. Und das ist eine Partie. Ja, auf der anderen Seite. Oh! Nice Speed. Leider war die Hook. Beides mal geblockt. Claudio. Ah, jetzt wird die Vorfahrt hinter die Hook. Nein. Leider nicht. Oh, nice Speed. Der Goalie hat ihn. Defense von
Phase mit zwei Blutschern. Again. Passspiel von 20 gut aus, machen sehr viele aggressive Plays. Oh, schöner Beat. Wunderbarer Beat. Claudio, warte mal, wie sie das Beat noch mal zurückwerfen konnte. Und jetzt ist Skirmish jetzt am Tor von Basel. Cooper hat den Ball. Jetzt kommt sie zum Angriff von Basel. Okay. Bis hier noch kein Tor gefallen. Beide sind recht ausgeglichen. Erstaunlich, oder? Ich hätte gedacht, Zürich hätte ein bisschen mehr. Ja. Da kommt das noch. Ja. Ich glaube, die Basel wurde sehr gut. Ja, klar, auch bloß in diesem einen Jahr, wo sie hatten, sie wurden stark, finde ich. Ah, und hier fällt der Chant von Zürich und Thunderbirds an. Sie gehört an EQC in Pfaffenhofen. Oh, das war ein Tackle-Versuch. Basel langsam im Angriff. Hi, Freddy! Jetzt hat er sich gespielt, bisher noch kein Tor. Aber hier war again, der Bieter getroffen. Aber hier. Dieser eine Basel-Bieter hat jetzt gerade alle getroffen und einen Ball fallen lassen. Es ist ein Konter. Konter von Basel, das gibt auch nein. Bieter steht hier. Ja, Bieter getroffen. Ja, helfen. Nice. Ja. Ersten Wechsel von an Basel. Bisher merkt man noch nichts von Basel, oder? Nein, man sieht nichts. Ja, noch ein Schuss, ich glaube, weit vertreten hier. Das war bei ein paar neueren Teams weniger. Also bisher habe ich keine Noppenschuhe gesehen. keine Noppenschuhe. Also das sind Noppenschuhe. Oh! Wie schaut es denn jetzt an? Oh, Konter von Basel! Ja. Ah, wieder Fotten! Sehr gute Defensive World Fotten. Türker Beatle. Vielleicht haben die für Basel jetzt wieder ein bisschen aber die Zürcher Bieter haben eine perfekte. Obwohl sie nur einen Blatscher haben, oder? Obwohl sie nur einen Blatscher haben. Also die meiste Zeit haben sie einen Blatscher. Ja, sie setzen sich ja gut ein. Ich habe diesen Blatscher. Oh nein, nein, nein. Basel hat einen Blatscher, genau. Ein Attempt von Taktik Pro im 7. Ein komischer Blatscher. Das ist natürlich wurde jetzt gesehen. So, sehr langsamer Aufbau von Basel Angriff. Warten wir schon auf die Bieter. Ja. Aber mit voller Blatt Control könnten sie. Oh, die letzte Kontrolle kommt durch. Ausgebietet, jetzt könnte es was werden. Oh nein. Ja, da wollte der Hammer durch. Das erste Tor. Für Basel. Für Basel. 10 zu 0 Basel. War wunderbar von Bieter. Aber die rechte Seite ausgeschaltet. Ah. Ah, Fail Start, gelbe Karte für also das Tor ist gut, eine Karte gab es gegen den Keeper von Zürich, Regen, ich nehme an Contact above the net. So, und jetzt führt wieder im Angriff. Einen Blatter. Ein Blatter. Stark, obwohl sie sehr lange gebraucht haben, um mit zwei Deutschland ein Tor zu machen. Aber wahrscheinlich ist es noch schwer gegen die gute Defense von Zürich. Jetzt passt über zu Jan. Durch. Oh, schön hinter die Hupf gespielt. Können sie es verwerten? Leider nicht durch. Kann doch was werden. Der wird wahrscheinlich gerade die Tage neu gebietet. Ah nein, man konnte ja. Schöner Pass, aber leider kein Tor. Kein Tor. Und wir bekommen das. Oh, ein Tor mit zwei Sätzen. Wunderbar. Das hat man so wunderbar gesehen, was da gerade passiert ist. Leider gibt es hier einen Zeitstopp. Ah, kann rüber gespielt. Und das ist das zweite. Gebietet. Jetzt kommt Jan wieder. Gibt leider keinen Counter. Der Freund von Passiv ist wunderbar am Platz. Ich dachte, sie darf einen Namen, das ist einfach ein bisschen solchen Namen. Ja, leider haben wir keine Spieler,
Nein, dann kann ich nicht mehr. Okay, dann müssen wir für ein Backer-Rezept suchen. Ah, ein neues Grundstern. Es gibt eine weitere Karte für den Bieter von Zürich. Die zweite Karte innerhalb von wenigen Minuten für Zürich. Ich bin erstaunt, dass wir schön mit dem Bieter blau, gelbe Karte. Ihr Kontakt von behind. Also Kontakt von hinten. Wir haben jetzt vier Spieler von Zürich auf dem Feld. Nein. Nein, das ist fünf. Vorher Sie haben aber sehr gut getan. Sie haben aber beide so einen relativ starken Farben. Das stimmt, ihre Jerseys sind relativ ähnlich. Was etwas erstaunlich ist. Jetzt findest du die neuen Jerseys von Basel. Ich habe bisher noch nie gespielt in diesen Jerseys. Ich meine, die Augen sind total. Einfach etwas dunkel, was ich sagen. Ja, aber sie sollen ja ein bisschen Basilisk. Das soll ich sagen, das ist mein Name. Ah, jetzt Captain Bryce mit dem Kochlot. Yes. Das zweite Tor. Das zweite Tor. Very nice. Das war ein 20, Schuss. 20 zu 0 für Basel. Mark, dieser vom Zirk darf wieder rein. Und jetzt ist Basel Zirk wieder komplett. Basel. Logic Control immer noch bei Basel und das macht es sehr gut. Haben Sie schon Logic Control aufgegeben? Ja, haben Sie. Schon mal vorgekommen. Am Anfang war es. Jetzt haben Sie relativ, Sie haben immer nur die Okay. Oh, jetzt ein Drive bei Jan Marcello. Ja, das erste Tor für Zürich. Schön, wobei die Gute natürlich sehr geholfen ist. Und Zürich hat Budget Control. Mal was anderes. Das war ein sehr interessanter Schluss. Er war heute schon von Baselisten aufgehalten. Den konnte er nicht sehen. Wir haben heute das System mit dem Spielbomb. Oh, schön abgeblockt. Und dann haben sie Budget Control. Basel hat Budget Control und kann sich verwerten. Oh, das dritte Tor für Basel. Wunderbar, wunderbar. Erstaunlich. Ja. Ja. Ich hätte gedacht, das ist Zürich stärker ist als Basel. Ich habe gedacht, Basel ist sehr stark. Aber Basel, gute Show hier. Vielleicht wird das Wetter noch ein bisschen besser. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr, was bei hoffentlich für unser Team. Bei Basler Hoops passiert. Oh, schöner Weiterpass hinter die Hoops. Zum leider Goal. Nicht annehmen können. Das ist ein Tackle von Tracko, erfolgreich. Sie liegt am Boden, es ist ein Kampf am Ball. Wo sind die Bücher? Bei den Bücher. Haben Basler die Kontrolle? Nein. Zürich hat den Platz geschaut. Und noch ein weiterer Attack von Basler. Weitere Attacke gegen zwei Brücken. Sorry, Blasen probiert natürlich zu gewinnen. Sie haben es geschafft, einmal zu treffen. Da, Ball wurde gefangen. Er ist nicht gebietet. Wunderbar. Sie haben zwei Brücken jetzt. Nice. Ja. Oh, schneller Pass zu Tor und. Nein. Ah, intercepted von Tora. Tor von Zürich ist richtig gut. Tor von Zürich ist aktiv. Ah, Broomstown. Was gibt's? Ich glaube. Wie gesagt, wir würden sagen, dass Basel eindeutig stärker ist. Zeit eines Verwirrung auf den Platz zu geben, wo wer wann stand. Und jetzt gibt es den Bludger Turnover an Zürich. Grund dafür. Ein Bieter ist ein Bieter. Ja, ne, klar, ja. Wir wollen über ihn mitsprechen. Und deswegen lasse ich gar nicht mehr tun. Und es geht weiter. Und damit haben wir ein Level Control. Und durch. Das ist doch ein Schlag. Oh, jetzt ist es ein Schlag. Nein, kein etwas zu hoch gefliegt da. Ja. Wenn es so groß ist, ist es wahrscheinlich schwierig, auf den kleinen Hut zu werfen. So, ich muss jetzt gerade den Ball abgeben, weil sie haben ihn rausgeschmissen.
jetzt ist Bludgeon Control wieder bei Basel. Ah ne, das stimmt nicht. Portal Control bei Basel, Bludgeon Control bei Control, dann sind sie häufiger beide Bälle zu haben. Ich glaube, es gibt wenige Verluste von ihrem Team, so wie im Safe zu spielen. Sie merken, dass wir, dass der Angriff von Basel relativ stark ist. Natürlich die Team von Basel lassen das nicht gleich unter den Ball. Schöner Pass von Chaser. Aber die Defensive von scheint sich durchzusetzen. Ah, und ein kaputter Würfel. Hörst du, wie der kaputt ist? Ist da noch lange gedauert, oder? Ja, lieber keine Verletzungen. Und der Angriff geht weiter. Commitment von den Chasern bei Zürich. Angriff nicht wirklich. Angriff stagniert, stagniert am besten. Ja, sie sind etwas am Stocken. Sie wollen unbedingt die Watte davor, man merkt. Anders auf den Wattekontroll. Sie wollen nicht vermitteln ohne den Wattekontroll. Aber die Beta von Zürich und die Defensive von Zürich hat sich neu organisiert seit diesem Tor und ist alle im Feld geworden. Was? Du sagst mal, leider ist es zu wenig. Ist auch schwierig, so jemand zu groß zu packen. Natürlich. Oh, schöner Blut. Flasche und Wattekontroll. Oh, Zürich. Das gibt einen Drive. Konto. Oh, jetzt das kann das werden. Pass zurück, leider keine Anschlussstation. Der Beat doch aufgefüllt von Zürich. Wow, das war ein schöner Fang. Zürich ist die Session bei Basel. Gibt es da Pass? Und Basel will ein Timeout. Das erste Timeout von Basel. Ja, es gibt eine Minute Pause. Von wem war es verloren? Von Basel, das mich erstaunt, weil sie sind am Führen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass sie ein bisschen von ihrem Momentum eingebüßt haben und direkt besser durchsetzen. Das Tor steht jetzt im Moment 30 zu 10. Für Basel. Which is pretty cool. Basel ist immer stark. Vielleicht brauchen die Leute auch ein bisschen durchzuschlafen. Vielleicht etwas zu extrem, ist möglich. Wir haben jetzt, es werden mehr Zuschauer, habe ich das Gefühl. Ein paar mehr haben wir jetzt noch. Auf der anderen Seite zumindest. Von Pitch Brighton hat schon den ersten 5 vor. Für das erste Spiel. Heimdorf und Moslingen. Moslingen, both of us. Der Fabrik ist beendet. War es auch dran? Meine Vermutung ist, dass Bowser einen Timeout gemacht hat, weil sie gemerkt haben, dass der andere doch. Was können sie alles machen? Vor allem beim Bietern, oder? Ja, sie haben Probleme gegen die Zürcher Bieter, obwohl sie häufig gar nicht nur einen Ball haben. Einen Glotte. Wurde gerade ausgewechselt, wie man sieht. Gleich zwei Leute. Der andere Bieter wird jetzt auch noch gerade ausgewechselt. Er hat einfach einen Ball und sie wollten sich einen Ballwechsel geben. Langsamer Angriff hier. Die Verteidigung von Zürich bleibt stark. Sie vergehen aufeinander. Ich bin nicht konzentriert auf die anderen Chaser. Zürich ist viel mehr konzentriert auf die Chaser, habe ich das Gefühl. Oh, und die Turnover! Und jetzt ganz allein. Der Pass hoch sogar, das ja. Ist ein Tor. Das? Oh, und das 30 zu 20. Hier Zürich. Zürich hat das noch gewonnen, wenn ich den Ball abgefangen hat. Das war. Mir scheint es so, als wäre der Basler Chaser etwas ausgerutscht auf dem Nacken. Boden und hat darum die Kontrolle über den Platz verloren. Ah, ich sehe jetzt gerade den ersten Chaser bei Basel. Ja, es kann sein, ich glaube, er hatte keine Noten. So, langsamer Angriff mit nur einem nein, mit Flasche Control. Oh, ein Tackle, der erfolgreich ist. Schöner Tackle und Beat. Nein, kein Beat offensichtlich. Ah, kein Beat. Kein Beat. So, aber jetzt hat der Angriff kommen. Beat ist jetzt beschäftigt, aber. Kommt mit solchen Chasern. Suchen eine Öffnung und schießen. Oh, schön zum Tor! Und es war sogar ein Tor! Nice! Das ist nicht das Gespräch gekommen von den Bietern. Sehr schön, die Tor war gut versteckt, ne? Alle gut versteckt. Hinter die Luft geschlechen und. Das ist natürlich ein Vorteil. Beide haben relativ große Drüsen. Das hat gesagt, Fokus. Und das macht. Ah!
20. Genau. Immer noch sehr ausgerechnet. Beide sind immer noch Infinite Range. Genau. Das heißt, bei 17 Minuten sollten die Füße wahrscheinlich. Oder die. Sieger. Ah, das Tor ist gut. Sehr besprochen, ob es zuerst gebietet wurde. Aber es scheint nicht so. Man muss halt genau in Motion den Ball abgeben und dann gilt es. Aber nicht das Tor. Lazo Marsch nur für Pässe, nächste Tor. Okay. Test für 20, Logic Control und Process Control bei 2. Die 15 Minuten ist angebrochen, noch 2 Minuten bis der Switch auf den Pitch kommt. 15 Minuten ist angebrochen. Oh, jetzt ein Drive-Thru mit dem Koffer. Nice. Schade, guter Schuss. Es scheint mehr als. Ja, und das hat sich jetzt nicht wieder. Wenn man den Switch trägt, dann gibt es 30 Punkte, beendet das Spiel. Für Basel ist natürlich super, jetzt noch ein Tor Vorsprung zu kriegen. Das bedeutet, dass der Sieger von Zürich höchstwahrscheinlich finden würde. Er würde dann das Match finden. So, relativ viel ist auch Room, so wird man es gerade richtig gut machen. Basel, kannst du jetzt nachlegen lassen. Ist so. Aber sehr langsamer Aufbau von Basel. Scheint, als hätten sie ihre Technik von Trolls hinter die Hüpfleifen verfeinert. Wir sehen, das ist eine schöner Tackle von. Er zeigt von anderen seiner Hand, dass er frei ist. Sie waren immer noch im Angriff. Es ist ein freier Blutscher. Und der Snitch ist on pitch, Ben von Bella Boris. Oh, und ein Drive von Zürich? Oh, schön, der wunderbare Attacker. Sehr gut. Erster Tag, der wirklich bei Rest hohen Tempo gemacht wurde. Ja, sehr gut. Und oh, Speed von der riesigen Distanz. Das wird ein Counter geben. Sie können jetzt gerade durchrennen. Alles auf dem Ball? Nein. Nein, er macht sich ja langsam. Sie wollen lieber Kontrolle haben. Der Aufbau von Basel ist sehr langsam, während Zürich mehr auf Drive. Und Contest, oder? Genau. Der Toni von Basilisten wurde gerade gewarnt. Weiß nicht ganz genau, was. Wahrscheinlich Delay of Game. Delay of Game ist langsam neu. 20 Sekunden! Ah, was für ein Panik. Oh, schön! Der Toni übernimmt aber gerade und er sieht seine Chance. Kein Tor, kein Tor, sagt der Toni. In 8 Sekunden kommt die Seeker. Sieger on Pitch! Sieger on Pitch! Oh, die Sieger kann man pitchen. Bis zum Untermittel. Ja, relativ. War er nicht bereit? Oh, das Slip. War etwas gemein, muss man sagen. Ja. Ja, genau. Jetzt wissen es beide und es sind immer noch 50-20. Das heißt, Zürich im Moment hat ich noch ein Slip. Vielleicht beide versuchen auf den Slip drauf zu kommen. Sieger wurden beide gebietet. Oh, und oh, Zürich im Angriff versucht durchzutäuschen, findet aber keine Anschlussstation. Die Defensive von Basel ist immer Zürich immer noch im Angriff. Langer Pass hinter die Hoops, leider Interception von Basel. Das wäre natürlich gut gewesen für Zürich, wenn sie ein bisschen mehr an ihrem Score gewesen wäre. Es wäre ein bisschen besser für die Sieger, da können sie sich voll und ganz fokussieren auf Switching. So, dass wir noch ein Auge auf dem Tor haben, falls Basel jetzt noch ein Tor macht, muss der Surface Seeker defensiv spielen. Obwohl die Bieter sehr aktiv sind. Oh, schöner Pass vor zu Basel. Beide Offenung. Da wurde gerade was verletzt. Ah, das ist meine Verletzung. Zeit an Zeit Basel, scheiße verletzt. Nicht am Boden. Schade Reaktion. Nein, das stimmt nicht. Ich muss sagen, wenn man das nicht anschaut,
einen riesen Vorteil. Mit einem riesen langen Arm. Beim Snitch ist es gerade etwas los. Ich glaube, seine Schuhe sind gefressen. Doch, ich bin für Snitch. Shoulder injury, wie du es siehst. Oh, der Sanitär ist on pitch, das heißt, es sollte nicht allzu schlimm sein. Snitcher Hickel wechselt die Schuhe. Weißt du genau wieso? Weil er Snitch, hat. Das Snitch wechselt die Schuhe. Ja, genau. Aber noch Metallnoten hat sie. Das ist natürlich ein Vorteil, was von den auf den Schuh. Oh, das scheint wieder in Ordnung zu sein. Also, was ich sagen wollte, die Speaker, beide Bieter schauen, dass es eigentlich dass sie wegkommt, mal tot sind. Nicht jetzt, aber es ist auch nicht rausgekommen. Bis jetzt ist häufig so, dass Quaffle und Bludger Play sich aufteilen, sobald es nicht, oder sobald die Speaker on pitch kommt, weil die Bludger. Flasche Control haben sehr viel mehr Druck ausüben können auf die Sicher. Ah, und jetzt geht das Spiel weiter. Basel hat zwar Flasche Control, aber. Noch ein Quaffel. Aber nein, der Quaffel ist bei Zürich. So, ich tue es. Und mit einem langen Drive passt ins Nichts. Auch von Basel. Und Konter. Könnt ihr auf die Stadt? Nein, ich will einfach zurückstellen, Herr Kranker. Ich will einfach zurück. Ich bin mit Basel. Ja, dran und Sicher. Oh, jetzt ein Drive von. Basler Keeper Alex. Wenn der ein Tor macht, dann kommt es da ziemlich aus der Hitting Range. Und es ist ein Tor. Jetzt muss der Keeper verstört sein Taktik ändern. Jetzt muss er defensiv schicken. Aber weiß er das? Hat er ein Auge auf das Tor? Im Moment war es nicht. Voll der Ball wird gerufen, er soll aufhören. Aber in seinem Adrenalinschub hat er wahrscheinlich nicht. Jetzt hat er es gemerkt. Jetzt muss er ihn gebracht. Ah, und ein Tor von Zürich. Sehr schön. Jetzt sind sie wieder ins Mittelfeld, oder? Genau. Jetzt hatten sie wieder ins Mittelfeld sein. Nice. Oh, wunderbarer Beat. War ein schöner Beat da. Jetzt hätte er natürlich den anderen Snitch-Seeker weg. Quaffle wird nicht gedreht. Das Snitch ist noch relativ hoch, viel am Rennen. Die große Zeit der Lay of Game. Die große Zeit. Das ist wahrscheinlich kein Catch. Genau. No Catch, Seeker down. Okay. Snitcher war auch da, Snitch ist aber sehr viel wichtiger, dass er da war. Wenn der Snitch am Boden fällt, am Boden geht, oder am Boden fallen ist, kann man den Snitch nicht fangen und es geht 30 Sekunden, sobald es wieder aufgeschüttet ist, wollen die Snitcher nicht mehr kommen werden. Aber in der Hitze des Gefechts hat sowas natürlich schnell vergessen. Das Score steht immer noch 16 zu 20, das war hier Basel. Das heißt, es ist kein Tor, oder? Ja, hat so ausgesehen. Ah, doch. Das Score wird angepasst. Es ist 60-30. Wir hatten recht. Okay. Damit sind wir wieder in Snitch Range und beide Seeker auf dem Schutz. Deswegen haben wir auch committed für den Snitch Catch. Okay, ja. Ich nehme an, dass wir die Staffel ziehen. Die Seeker auch genug gerannt sind, um den Snatch zu fangen. Es scheint erstaunlich, dass die Beacher sehr viel Interesse am Snitch haben. Oh! Und der erste. Okay. Aber wir brauchen noch das Okay vom Red, das sehr gut war. Wenn alle Refs diskutieren, ob irgendwo irgendetwas wichtig war. Die Nummer 13 von Basel. Anna. Oh, Basel hat gewonnen, das erste Spiel. Das ist 19-13. Die Champions sind mit mir im ersten Spiel. Und Basel feiert natürlich gewaltig. 90-30. Ein klarer Unterschied. Obwohl sich das jetzt sehr lange gewährt hat. Ja, das Snitch hat viel Gas gegeben, viel weggehauen. Und ich habe dann sehr müde. Aber irgendwann könnte es halt vorbeigehen, jetzt werden beide Teams gejubelt. Wie fällt die Brücke? Brücke klappt, das heißt jetzt gut sein. Ne? Und für die Rats und alle Vikings. Nice. Und jetzt. Gruppenkuscheln für alle. Gruppenkuscheln für genau.
Wir sind bei Holzmitting auf dem Field, aber so far ist es so, dass wir sind alle komplett.